Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, uns ist allen bewusst, dass zu einem attraktiven Hochschulstandort auch die Möglichkeit besteht, in einem Studenten- oder Studierendenwohnheim dann auch unterzukommen und dort sein Studium erfolgreich meistern zu können. Sie können aus der Drucksache hervor oder zur Kenntnis nehmen, dass für das Studentenwohnraumprogramm oder für die Initiative seit 2003 mehr als 40 Millionen Euro schon investiert wurden und die Studierendenwerke seit 2000 ca. 25 Millionen auch selbst hier investieren konnten, um eben entsprechende Bedarfe auch zu decken. Wir stellen aber jetzt insbesondere in Rostock, und ich hoffe, jetzt kommt nicht schon wieder der Vorwurf, ich würde zu viel über Rostock reden, aber gerade bei diesem Thema ist es nun mal vor allem an den beiden Universitätsstädten Rostock und Greifswald ein wichtiges Thema. Geht es hier darum, entsprechenden Wohnraum vorzuhalten, und wir haben durch unterschiedliche Umstände, insbesondere eben in Rostock, festgestellt, dass doch hier ein größerer Bedarf ist, auch nicht nur zu sanieren, sondern eben auch neu zu bauen. Und Sie können auch lesen, dass in den Eckwerten der Landesregierung zur Hochschulentwicklung ja hier auch ein Bekenntnis abgegeben wurde und dass in diesem Planungszeitraum dann auch Fördermittel im Umfang von bis zu 8 Millionen Euro für die Sanierung zur Verfügung gestellt werden und dass wir eben im Doppelhaushalt 2021 ja bereits ohne den Nachtrag schon weitere 2 Millionen Euro eingestellt haben für den Bau. Ich denke, dass die Initiative, die wir hier im Konsens erarbeitet haben, wofür ich sehr dankbar bin, also nicht nur die Koalition, sondern auch die Fraktion Die Linke, die ja sozusagen mit ihrem Antrag den Ursprung dieser Initiative ausmacht, dass es gut war, sich zusammenzusetzen und miteinander dieses Thema zu beraten, weil das ist kein Thema, womit man großartig parteipolitisch Profit erheischen sollte, sondern es ist einfach ein wichtiges Thema, insbesondere in den beiden genannten Städten. Und ich finde es richtig, dass man natürlich den Bund hier bittet, mit einem neuerlichen Förderprogramm noch mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Aber ich glaube, das alleine reicht nicht. Ich glaube, wir als Land Mecklenburg-Vorpommern haben da eben auch eine eigene Verantwortung. Es ist ein originäres Landesthema, also Hochschulen und Wissenschaft, und da gehört das eben dazu. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir hier Grundlagen schaffen, dass wir auch aus Landesmitteln oder Bundeslandesmitteln, wenn ich jetzt an die soziale Wohnraumförderung denke, dass wir da entsprechend auch versuchen, hier Landesmittel in die Hand zu nehmen und dass wir natürlich auch dann auf die Förderrichtlinie, die nach meiner Kenntnis noch nicht da ist, aber dass die dann irgendwann kommt und dass wir hier entsprechende Mittel auch entnehmen können, um hier dem Ganzen noch einen finanziellen Anschub zu geben. Vieles ist schon gesagt worden, deswegen möchte ich mich abschließend nur noch mal bedanken für das konstruktive Miteinander bei diesem Thema. Und ich denke, das sind zwei Ansätze, die vielleicht dafür Sorge tragen, dass wir ein Stück weit das studentische Wohnen in den beiden Städten, aber auch in den anderen Hochschulstädten ein bisschen forcieren. Vielen Dank.